Der Musikherbst 2022 in Elmau am Wilden Kaiser. Und neben mir habe ich jetzt den Michael Poth. Er ist hier der Veranstalter, ne? Hallo, ja, Christi. Hallo Frank, grüß dich. Ja, ich bin ja der Veranstalter und freue mich sehr, dass wir die Veranstaltung wieder stattfinden lassen können. Ja, genau. 2 Jahre war ja Zwangspause sozusagen, ne? Ja, leider Gottes. Also wir konnten leider die Veranstaltung nicht mehr durchführen aufgrund der Pandemie. Aber umso schöner ist es in diesem Jahr, dass wir die Veranstaltung wieder stattfinden lassen können. Genau, das Ganze gibt es ja sozusagen als Doppelpack sozusagen. Also ein Wochenende komplett alle Künstler, dann das Wochenende drauf die zweite Runde, ja, sozusagen. Ne? Ja, ja, das ist richtig. Also wir haben es 2 Wochen lang, ja, weil wir die Veranstaltung schon sehr lange durchführen, schon seit 1993. Das hat sich als touristisches Erfolgskonzept letztendlich dann bewahrheitet. Und die Nachfrage ist da und aufgrund dessen führen wir die Veranstaltung über 2 Wochen hinweg durch. Genau. Und wie lange gibt es den Musikherbst als solches schon? Ja, schon fast seit 30 Jahren, also seit 1993. Also schon ein sehr intelligentes Produkt. Und es ist über die Jahre hinweg ist es permanent gewachsen. Und mittlerweile ein riesengroßes Festzelt mit wie viele Personen passen rein? Ja, es passen jetzt rund 4.500 Leute rein, ja, in diese Bestuhlung, wie wir es heute haben und in der Länge. Und das Zelt wird heute Abend nahezu voll sein. Okay, da sind wir doch gespannt. Und natürlich habt ihr auch ein ganz tolles Programm jetzt heute am sozusagen letzten Abend. Es ist die Schlager-Creme de la Creme da, ne? Ja, Frank, ich muss dich korrigieren. Es ist heute Abend noch nicht der letzte Abend. Morgen Abend ist der letzte Abend. Also für uns wiederum der letzte, so sagt es. Für euch ist es der letzte Abend. Ja, heute Abend ist die Sonja Liebing dabei, die Kerstin Ott und der Howard Carpendale wird dabei sein. Genau. Und am letzten Abend sozusagen, wen habt ihr da noch für alle, die vielleicht noch schnell her wollen? Ja, für morgen Abend ist die Franchine Jordi dabei, dann der Nick P. und Hansi Hinterseher. Hansi Hinterseher, der hat ja ein Heimspiel eigentlich hier, ne? Ja, der wohnt nur 15 Minuten von hier, also der Hansi hat ein Heimspiel, ja. Genau. So, ich habe jetzt hier schon was wieder in der Hand, wenn wir auf 2023 blicken. Ich glaube, da gibt es auch schon wieder einen Musikherbst, der in den Startlöchern steht. Ja, ja, also der Musikherbst für nächstes Jahr steht schon wieder fest, ja. Der findet dann am Anfang Oktober statt. Und wir haben Künstler dabei nächstes Jahr wie den Giovanni Zarella, den DJ Ötzi werden wir dabei haben, Hansi Hinterseher wird wieder dabei sein und viele mehr. Okay, also tolle Sache. Und ich glaube auch hier noch eine aus dem Bergdoktor, aus der Serie, der Bergdoktor, die Ronja Forcher. Ja, und die Ronja haben wir auch dabei. Erstmalig, ja, seitdem sie doch auch den Weg zum Schlagerbereich letztendlich gefunden hat. Es freut uns umso mehr, weil für die Ronja ist es quasi noch fast wie der Hansi, für den Hansi ein Heimspiel. Jawohl, sehr gut. Also, darüber hinaus gibt es noch viele, viele weitere Veranstaltungen und da am besten immer auf eure Homepage schauen. www.musikherbst.at ist eine Sache oder wo kann man sonst noch Infos herbekommen? Ja, Infos bekommt man letztendlich bei allen gängigen Busreiseveranstaltern, ja. Und aber man bekommt alle Informationen auf der Homepage. Alles klar. Wir sehen uns spätestens im Herbst wieder hier zum Musikherbst 2023.